Hallo meine Lieben, in diesem Video geht es um das Thema Shopify-Kosten, welche Pläne wir empfehlen und worauf du dich einstellen kannst, wenn du einen Shopify-Shop betreibst. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo, mein Name ist Sebastian Brasker, ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Online-Marketing-Agentur Tipps. Wir machen die Themen Suchmaschinenoptimierung, Google AdWords, Webseiten und Webshops. Im Bereich Webshops setzen wir sehr viel auf Shopify, deswegen kann ich dich hier einfach optimal beraten. Shopify ist ja Software as a Service, das heißt, das ist nichts, was man irgendwie herunterlädt wie andere Shopsysteme und ich irgendwo installieren muss und konfigurieren muss, sondern mit ganz wenigen Klicks hat man seinen Shop bereit. Shopify betreibt seine Shopify-Shops selbst, das heißt, all das muss man sich nicht darum kümmern. Und ist einfach ideal, wenn du sehr flexibel sein möchtest, schnell starten magst, aber dich eben nicht um diese ganzen Betriebsthemen kümmern möchtest. Ich habe dir auch ein Video produziert zum Thema Shopify versus WordPress WooCommerce, das ich dir einfach hier oben verlinken werde. Also bei Shopify kommen zwei Arten von Kosten auf dich zu. Die eine Art der Kosten ist das Thema die Grundgebühr. Die Grundgebühr deckt sozusagen ab diese ganzen Themen Updates. Das heißt, bei Shopify muss man Updates nicht aktiv machen, das wird automatisch gemacht. Die kümmern sich um das Thema Backups und alles, was irgendwie mit dem Betrieb zu tun hat. Das heißt, das ist alles nicht deine Sorge. Diese Grundgebühr gibt aktuell 5 Pakete. Die bekanntesten oder die sinnvollsten sind 3 Stück. Und zwar der Shopify Basic, Shopify und der große Shopify Plan, die liegen so etwa bei 29,79 und $299 pro Monat. Mit $29 pro Monat bist du da an sich ganz gut beraten, damit mal zu starten. Das sind mal die Grundgebühren, das heißt, dafür zahlst du kein Hosting und gar nichts. Das ist wirklich alles, was du bezahlen musst. Der zweite Teil der Kosten sind eben Kosten pro Bestellung. Also Shopify möchte verrechnet pro Bestellung eine gewisse kleine Gebühr. Das klingt im ersten Moment manchmal geschockt. In Wahrheit muss man das fast überall machen, weil sobald du über Payment Provider sprichst, also sprich die Kreditkartenzahlungen oder PayPal und so weiter, die wollen auch alle eine Gebühr haben. Also ganz so unüblich ist es nicht. Ein schönes Argument ist, Shopify baut seinen Shop so, dass du im optimalen Umsatz generierst. Weil nur wenn der Shop gut läuft, verdienen die ein bisschen einen kleinen Geldbetrag mit. Das heißt, die haben ein Interesse daran, dass der Shop immer gut und super funktioniert und immer neue Features dazukommen kostenfrei. Das haben andere Webshops vielleicht nicht so unbedingt den Vorteil. Bei diesen Kosten pro Bestellung muss man unterscheiden. Du kannst entweder Shopify Payments einsetzen. Dann hast du, wie jeder andere Payment Provider heißt das, einfach eine gewisse Gebührenstruktur. Die liegt so in etwa zwischen 1,2 und 2,4% pro Bestellung. Umso höher deine Grundgebühr ist bei Shopify, umso günstiger sind diese Gebühren. Wenn du Shopify Payments einsetzt, was ich dir empfehlen würde, mit dem $29 Plan zu starten, weil es kaum Gründe gibt, auf den $79 Plan zu wechseln. Nämlich der Unterschied zwischen $29 und $79, die Gebühren pro Bestellung ist relativ gering, marginal unterschiedlich, das kommt man fast nicht hin, dass das einen finanziellen Mehrwert hätte, wenn du wechselst. Die Features, die du hast beim $79 Paket, ist internationale Shopify-Shops. Das heißt, du kannst bis zu 5 internationale Domänen verbinden mit einem Shop. Und du könntest pro Land steuern, ob die Preise unterschiedlich wären. Also wenn du sagst, ich verkaufe in die Schweiz und dort will ich einfach 20% teurer verkaufen, alle meine Produkte, aber in Deutschland soll der Preis immer normal sein. Das sind Features, dass das $79 Paket hat. Sonst von diesen Bestellungen pro Kosten pro Bestellung haben wir da kaum Unterschiede. Ich blende dir hier unseren Shopify-Kostenrechner ein. Da gibst du einfach ein, wie viele Bestellungen du aktuell hast oder erwartest und wie viel Umsatz pro Bestellung in etwa. Und der rechnet dir raus, welches Shopify-Paket für dich das idealste ist. Und da kommt eben in den meisten Fällen das Shopify Basic um $29 heraus. Wenn du Shopify Payments nicht verwendest, dann musst du einen anderen Payment Provider, heißt das, integrieren. Zum Beispiel Stripe oder Klarna direkt zu machen oder eben ein Payment Collector, so wie Six. Oder früher war Wirecard ein großer Player. Wenn du einen externen Payment Provider verwendest, dann möchte Shopify
2% an Gebühren pro Bestellung haben, zusätzlich zum Payment Provider, den du einsetzt. Das heißt, das ist sehr wohl dann ein Business Case, den man rechnen muss, wenn du Shopify Payments nicht einsetzt, welches Paket dann sinnvoll ist, weil bei 29 Dollar wollen sie 2%, bei 79 Dollar 1% und bei den 299 Dollar nur mal 0,5%. Wenn du dazu Fragen hast, dann sprich uns gerne an. Ich helfe dir total gerne weiter oder mein Team, was für dich der ideale Plan ist. Und freue mich auf eure Fragen. Ich hoffe, dass ich in diesem Video dir ein bisschen Klarheit gebracht habe und wünsche dir alles Gute, viel Erfolg mit deinem Online-Shop und bis bald.